Heute möchte ich Ihnen mal zeigen, wie man mit der Hochfrequenztherapie Hautanhängsel behandeln kann. Hautanhängsel, gutartige Hautanhängsel, sind häufig ein störendes Hautanhängsel. Im Gesicht ist es eine kosmetische, psychologische Problematik und am Rest des Körpers kann es dazu führen, dass man mit der Kleidung daran hängen bleibt, dass das Kettchen hängen bleibt, dass man immer wieder irgendwelche Irritationen, Entzündungen oder auch Blutungen hat. Und dieses wird im Allgemeinen mit einer Laserbehandlung oder mit einem Schnitt, einem Skalpell oder manchmal auch mit einer Kürette entfernt und geht in der Regel damit einher, dass man entweder eine Betäubung hat, dass man einen Schnitt hat, dass man eine Blutung hat, dass man etwas nähen muss, dass man einen Fadenzug hat, dass die Gefahr einer Wundinfektion besteht, also einen relativ hohen Aufwand betreiben muss. Und es ist ja ganz gut, wenn es eine Methode gibt, die all das nicht mit sich bringt. Und die Hochfrequenztherapie, die es noch nicht so häufig für diese Anwendung gibt, die aber gut etabliert ist und auch gut funktioniert, daher sehen Sie die hier dargestellten Beispiele, wo wir nach 1, 2 oder 3 Wochen eben schauen, was ist aus dem Anfangsbefund nach der Behandlung im Rahmen der Heilungszeit geworden. Und die Daten sind so ein bisschen unterschiedlich, denn man muss ja, um so eine Kontrolle zu machen, nicht zwingend wieder zum Arzt gehen, sondern man kann ja auch ein Foto machen und das zu dem Arzt schicken. Und diese Vorteile, die man in diesem Zusammenhang hat, also wenn es gut läuft, einmal Therapie und dann einfach einsetzen oder anregen einer Immunreaktion, weil man mit der Therapie einfach das Gewebe denaturiert, weil man die Blutgefäße, die diese Anhängsel versorgen, sozusagen damit verschließt, erzielt man eine blutungsfreie, narbenfreie Abstoßung dieses Gewebes mit einer natürlichen Heilung, wie diese Bilder ja gezeigt haben. Und wenn Sie diese Methode interessiert, dann sollten Sie nach Hochfrequenztherapie in der Dermatologie oder einer Hauterkrankung oder Hautarzt, was auch immer man als Suchbegriff nimmt, oder eben für dieses spezielle Gerät, was hier zum Einsatz gekommen ist und wozu es einen Film mit Frau Olga Mazepura gibt, wo sie mir das Gerät vorgestellt hat und wo sie an mir sozusagen gezeigt hat, wie eine solche Behandlung abläuft, als Flebolizer benannt wird. Ja, ich hoffe, der Beitrag hat Sie interessiert und hat Ihren Wissenshorizont erweitert. Und beim nächsten Mal haben wir vielleicht eine andere Neuigkeit für Sie. Bleiben Sie doch dran. Schönes Wochenende. Ihr Dr. Wichert.